Ein Pinguin. Ja. Nochmal, das ist ein kleines Experiment. Das ist ein Effekt, den ich sehr gerne mache, weil er relativ organisch ist. Such dir einfach irgendeinen Zippisch aus. Kannst du dir kurz mal vorstellen, wir haben quasi einen historischen Roman. Wir haben ein Buch über Körpersprache, das wäre eher mein Favorit. Und ein Buch über, auch ein Roman über Weltreisen. Tut mir einen Gefallen, such dir bitte irgendeines dieser drei Bücher aus. Das? Ja. Schlag es sich irgendwo auf irgendeiner Seite, egal welche. Ja. Okay. Und such dir in den obersten beiden Zeilen irgendein Substantiv aus. Mhm. Also irgendein Wort, das groß geschrieben ist. Einfach, dass dir sofort ins Auge fällt. Ja. Okay, schließ es wieder zu und behalt das Buch. Ich will es nicht haben. Machen erstmal was Einfaches, und zwar versuchen wir uns so ein bisschen aufeinander einzuspielen. Und zwar, denk mal an ein Tier, das mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie das Wort, an das du gerade gedacht hast. Okay, und versuch mir das in Gedanken zu senden, nur in Gedanken, nichts laut sagen. Es wäre, okay, versuchen wir nochmal, okay. Versuche es ein klein bisschen deutlicher zu machen in deinen Gedanken. Okay, ich bin mir wirklich nicht sicher. Okay, an was hast du gedacht? Tier? Mhm. Pinguin. Ein Pinguin. Ja. Er hat Flügel. Okay, den Schlips habe ich auch erwischt. Also das ist ganz eindeutig ein Pinguin. Kannst mir sagen, was du willst. Okay, wir versuchen was anderes. Denk an das Wort. Okay? Nur an das Wort denken. Okay. Jetzt habe ich festgelegt, was war dein Wort? Prägung. Bravo.